Möglichkeit habe, hier beizutragen zu dieser Ringvorlesung. Tolles Experiment. Ich bin ein bisschen neidisch, weil es gibt jetzt ja in Deutschland so weit über 30 Gruppen kritischer und pluralistisch orientierter Wirtschaftswissenschaftler, die mit dem alten Kram nicht mehr zufrieden sind und mehr hören wollen. Und ich bin so ein bisschen neidisch, dass wir das in Bremen noch nicht haben. Und dann habe ich Ex-Studenten gefragt, die auch hier jetzt zum Teil in Berlin sind, hier engagiert sind in der Gruppe. Und die haben gesagt, naja, ein Grund könnte sein, die vielen doofen BWLer sind nicht interessiert. Und der zweite Grund könnte sein, die kritischen Vivis sind in Bremen schon zufrieden. Naja, gut, das war dann Balsam auf die Seele. Okay, wir machen heute Institutionenökonomik. Und ich habe mich gerieben an dem, was mir vorgegeben war. Das hieß Institutionsökonomik. Und dann habe ich mich gerieben an dem Begriff Denkschule. Und deswegen mache ich ein paar Vorüberlegungen, die dann aber schon richtig tief reingehen. Was ist es? Institutionenökonomik, Institutionsökonomik, Ökonomik der Institutionen. Was sind Institutionen? Was könnte die Ökonomik der Institutionen sein? Ist es institutionelle Ökonomik oder ist es der berühmte Institutionalismus, amerikanischer Institutionalismus, auf den ich eingehen werde auch. Und ich mache den Vorschlag zu sagen, eigentlich geht es um mehr als Institutionen. Institutionen sind etwas, was entsteht und was eine Funktion hat in einem größeren Prozess. Und dieser Prozess ist evolutionär. Das heißt, es ist ein komplexer Prozess. Komplexität ist heute ein Begriff in aller Munde. Die meisten, die ihn benutzen, auch in der Alltagssprache inzwischen eingeführt, können nicht wirklich sagen, was es ist. Und denen empfehle ich dann sozusagen die Mikroökonomik von komplexen Ökonomien, mein Lehrbuch, was gerade letztes Jahr rausgekommen ist. So, in dem Kontext, ich sehe von hier aus relativ wenig, sondern gucke hier drauf oder könnte auch einfach ein bisschen weiter nach vorne gehen. In dem Kontext sind dann Institutionen etwas, was emergiert. Emergiert, Emergenz, auch ein ganz wichtiges, zentrales Konzept für moderne Ökonomie, das man kennen muss, kommt aber noch. Und Institutionenwandel im Rahmen evolutionärer Prozesse. Das heißt, Institutionen sind dann Ergebnisse, Zwischenergebnisse und teilweise ordnende Faktoren in komplexen Systemen und in resultierenden evolutionären Prozessen. Das kommt her aus der sogenannten Original Institutional Economics, amerikanischer Institutionalismus, originär. Manche sagen auch OIE heißt alt, Old Institutional Economics. Das lehne ich natürlich ab und die meisten, die Original Institutional Economics kennen und wissen, dass es heute ein sehr, sehr lebendiges Paradigma ist, würden niemals sagen Old. Old sagen die Neoklassiker, die ihre Coaseanische, Williamsonische Institutionentheorie jetzt als neu verkaufen wollen und was nichts anderes ist als ein bisschen Weiterentwicklung des üblichen neoklassischen Ansatzes, wo eine Institution nichts anderes ist als eine Restriktion für das ansonsten unveränderte Maximierungsverhalten, ja? Was ein lächerlicher theoretischer Ansatz ist. Also, wir reden über die Ursprünge und die Impulse aus der Original Institutional Economics in Abgrenzung zur neoklassischen marginalistischen NIE, New Institutional Economics, mit Institutionen nur als Restriktionen der ansonsten unveränderten Idealen, des ansonsten unveränderten idealen Maximierungsverhaltens. Diese evolutionär-institutionelle Ökonomik in der Quelle und gespeist aus der Original Institutional Economics ist heute ein wesentlicher Beitrag, ein wesentlicher Impuls, wesentlicher Bestandteil einer Komplexitätsökonomik und das wird mehr, das ist was Größeres, das ist Cutting Edge, das ist an der Front der ökonomisch-theoretischen und methodischen Entwicklung. Gehe ich gleich noch darauf ein. Institutionen sind dann Faktoren emergenter, sozial gelernter Koordination bzw. Kooperation und sind erstmal informelle, ungeplante
Faktoren, Verhaltensweisen, die wir miteinander in dezentraler Interaktion lernen. Ja? Warum bilden Sie hier eine Ordnung, ohne dass da vorne Policeman stand oder Security oder Pfarrer oder Mama, Papa, keiner stand da, kein Richter, nix, und trotzdem kommen Sie hier rein, bilden eine bestimmte Ordnung, ne? Was man von hier vorne aus sieht. In großen Hörsälen sieht man die Ordnung noch deutlicher. Ja? Gibt es ganz klare Struktur im Hörsaal, immer wieder. Ja? Kein Mensch hat gesagt, ihr setzt euch dahin. Bei uns war der Hörsaal jahrelang übervoll, proppenvoll, standen draußen noch 200 Leute. Die Ordnung, die Studierenden verfolgt haben, bestand auch darin, sie war natürlich nicht optimal, weil Ordnungen sind Ordnungen erstmal und Koordination sind Koordination, aber hat nichts mit Optimalität zu tun. Diese ganze Vorstellung von Optimalität schmeißen wir einfach auf den Müllhaufen der Theoriegeschichte. Und dann war vorne das ganze Podium frei. Die Studierenden quetschten sich aber auf die Treppen und konnten gar nicht richtig gucken und konnten auch nicht mitschreiben. Oder hinten standen auch noch welche an der Tür und so. Und dann habe ich, und jeder ließ vorne das Podium frei. Ich hatte riesen Platz auf dem Podium. Ja, dann habe ich die nächste Sitzung, habe ich da einfach mal 20 Stühle vorher hingestellt. Keiner berührte diese Stühle. Ja? Der eine wagte es, sich einen Stuhl runterzunehmen und unten hinzusetzen. Also die Ordnung, die wir auch manchmal unkoordiniert, sozial gelernt im Kopf haben oder übernommen haben, aus welchen Quellen auch immer, ist nicht immer optimal. Ja? Ist nicht sozusagen definitiv nicht nutzenmaximierend und ist auch nicht unbedingt optimal. Was sie allerdings gemacht hat, sie hat die Vorlesungssituation möglich gemacht. Ja? Wenn wir jetzt vorstellen würden, hätte jetzt 30 neoklassische Nutzenmaximierer gegeben, die gesagt hätten, ich suche mir den besten Platz im Hörsaal. Ja, und der beste Platz im Hörsaal ist der hier. Ja, das ist klar. Ne? Ich wollte immer schon mal zu meinen Kommilitonen sprechen. Ich will den großen Überblick behalten und so. Bester Platz hier. Dann würden jetzt 10, 20, 30 Studierende kommen und mir diesen Platz streitig machen. Ja, dann würden wir da rangeln, da vorne um den Platz hier am Pult. Ja, das ist klar. Da könnten wir anderthalb Stunden rangeln. Und die Lernsituation, die soziale Lernsituation, wird nicht zustande kommen. Ja? Also natürlich hat diese Koordination dann bestimmte Vorteile und bestimmte Nachteile. Was sie definitiv macht, sie reduziert Komplexität, sie stabilisiert Erwartungen und so weiter. Die zweite Provokation, und ja, Sie sehen schon, ich bin schon mittendrin eigentlich in inhaltlichen Fragen, und es ist trotzdem immer noch Vorüberlegung 2. Was ist eine Denkschule? Nun, heute ist es ja so, dass Institutionen, also im simplistischen Ansatz der Neoklassik, NIE, nur als Restriktion, im Komplexitätsansatz sowohl Restriktion als auch Befähiger. Ja? Eine Institution befähigt uns, bestimmte Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun könnten, Enabler oder Empowerment. Das ist ein Querschnittsthema in allen Schulen, Denkrichtungen, Theorien und so weiter. Post-Keynesianismus, Radicals, Sozioökonomen oder Sozialökonomen, die Ökologen, die Feministen, Austrians, Neoklassik, alle können sich heute nicht leisten, insbesondere auch die Mainstreamer, nicht mehr leisten, ohne Institutionen eine Theorie zu präsentieren. Ja? Abstraktes Maximierungsmodell, Angebot, super simpel, super falsch, Nachfrage, super simpel, super falsch, X, die Ökonomie des X und Partialmarktgleichgewicht, Ende der Geschichte, Klappe zu, Affe tot. Ja? Und das sollen wir glauben, ja? Dass reicht ja heute nicht mehr. Ja? Dieser Scheiß wird rausgeschnitten, wird Hunderttausenden von Ökonomiestudenten heutzutage mit in ein Leben gegeben, wo sie ganz anders denken und verhalten müssen. Ein Leben, das komplex ist, das strategieanfällig ist, wo Strategien gefahren werden müssen, wo wir ein Verständnis von Prozessen haben müssen, von echter Zeit, von Zeitaufwand auch, von bestimmten Lösungen und so weiter. Da wird uns ein statisches Gleichgewicht in den ersten Semestern
suggeriert und erzählt in den Lehrbüchern und in den Lehrveranstaltungen und wird so getan, als sei das erstmal die Basis der Realität und das hätte irgendwie im Prinzip etwas zu tun mit dem, was da draußen passiert. Ja? Das ist inakzeptabel und muss wirklich zurückgewiesen werden. Und dafür sind Sie da und hier die kritischen Vivis. So, Ende Exkurs, wo war ich hängen geblieben? Also ohne Institutionen kann man heute keinen ökonomisch-theoretischen Ansatz mehr verkaufen. Gleichzeitig ist es so, dass man heutzutage zumindest in der Forschung auch die Mainstreamer auf dynamische Systeme gehen müssen. Sie müssen auf Prozesse in gewisser Weise achten. Viele gehen sogar so weit zu sagen, okay, wir müssen evolutionäre Prozesse beachten, die vielleicht open-ended sind, die auch ergebnisoffen sind vielleicht. In der Forschung bringt das ja auch den Mainstreamern viel mehr Reputation. Ja? Also wenn ich in der Komplexitätsökonomik arbeite, in der Forschung, dann kann ich in den Journals die großen tollen Papers veröffentlichen und dann gehe ich aber in die Grundvorlesung oder ich schreibe mein Lehrbuch und dann setze ich wieder einen anderen Hut auf, bin quasi eine schizophrene Persönlichkeit und erzähle den Studenten wieder, dass dieses statische Gleichgewicht eines Partialmarktes, dass das die Wahrheit für da draußen wäre. Ja? Und die Lehrbücher, je nachdem, wie viele Auflagen sie haben, geben ihnen auf den ersten 150 Seiten diesen Standardmist und haben dann hinterher Kapitel, wo sie alle moderneren Themen mit aufnehmen, sagen, ja, das sind dann im Prinzip Ausnahmen und zusätzliche Überlegungen und Sonstiges und so weiter. Ja? Und mit so einem Weltbild sollen wir rausgehen in einen Beruf und in eine komplexe Realität. Das ist eigentlich der Wahnsinn und das ist die wahre Tragik und, unserer Wissenschaft auch. So, heißt, auch das ist ein Querschnittsthema und das bedeutet, sowohl Institutionen als auch Evolution und komplexe Prozesse sind Querschnittsthemen in allen Denkschulen. Ja? Wir sind damit mit dem, was ich ansatzweise heute zeigen will, auch tatsächlich die seriöse Herausforderung der vorherrschenden simplistischen Gleichgewichtsökonomik. Ja? Das heißt, heute, wenn ich mit einem Lehrbuch komme wie The Microeconomics of Complex Economies, ja, dann kann keiner von den Mainstreamern mehr sagen, das ist radikal. Natürlich ist es radikal und es ist auch kapitalismuskritisch und realitätskritisch. Ja? Aber es kann keiner mehr sagen, das ist ein Linker. Ja, so, ne? Ja, geht nicht mehr, ja? Weil hier haben wir die Cutting-Edge-Fragen und die sind immer aus der Heterodoxie gekommen. Ja? Theoriegeschichtlich kommen die aus der Heterodoxie, aus den verschiedenen Heterodoxien, sind immer gefragt worden von Adam Smith über Marx, über Veblen, über Polanyi und viele andere, sind diese Fragen gestellt worden. Und das ist heute das, was Cutting-Edge-Komplexitätsökonomik ist. Und es gibt keine moderne Wissenschaft mehr, die nicht eine Komplexitätswissenschaft sein muss. Und da auf der Basis werden wir auch auf ganz neue Weise interdisziplinär mit Physik, mit Biologie, mit Mathematik, mit Anthropologie, mit Soziologie und so weiter. Ja, das heißt, wir haben Methoden, die konvergieren. Ja, wir machen alle Netzwerkanalysen, wir machen alle statistische Analysen von Netzwerk-Events bestimmten Events innerhalb von evolutionären Prozessen. Das machen die Physiker, das machen wir und so weiter. Das heißt, wir konvergieren mit den Komplexitätswissenschaften heutzutage auf ganz neue Weise. Neurowissenschaften, kognitive Wissenschaften, Hirnforschung und so weiter. So, was ist das dann? Ist das eine Theorie, die so eine Querschnittsbedeutung hat? Ist das ein Theoriesystem, ist das eine Schule, ist das ein Ansatz? Ich würde vorschlagen, nein, es ist mehr. Es ist ein Paradigma. Paradigma ist ein Begriff, der kommt aus der Wissenschaftstheorie und Wissenschaftssoziologie. Thomas Kuhn, 60er Jahre, Lakatos, 70er, 80er Jahre. Und da ein Paradigma ist immer mehr als eine Theorie. Das ist immer ein Gesamtkonzept. Das ist eine Träger-Community an Menschen, an Wissenschaftlern, die das trägt. Es ist ein harter Kern von Grundvorstellungen und Grundmodellen und Grundnarratives auch, also Grunderzählungen, ja, um auf welche wesentlichen Phänomene der Realität beziehen wir uns.
Es sind ganz viele im äußeren Bereich, ganz viele anwendungsorientierte Modelle, die man auch mal wieder fallen lassen kann, die mal widerlegt sind und so weiter. Ja, es ist ein Kernset von Methoden und das Ganze, ja, Wissenschafts-, also Theorie, Methoden, Narratives, Kernmodelle, Kernreferenzen auf die Realität und soziale Trägergruppe an Wissenschaftlern, das ist ein Paradigma. Und jetzt würde ich hier schon richtig, das ist eine schreckliche Folie, daraus müsste man drei machen, ja, ja, völlig klar, klassische Fehler von alten Profs wie mir. Aber hier sind wir, würde ich jetzt schon sozusagen richtig in die ganze Sache reingehen. Mal ganz schnell nur sozusagen als Anregung, weil das meiste kommt davon. Im Kern dieses evolutionär-institutionell-ökonomischen Paradigmas ist multidimensionale Motivation. Ja, wir sind nicht so reduzierte kleine Idioten wie die Pinball, ja, wir nur reagieren auf Impulse und wollen immer nur dann maximieren ganz schnell. Gott, nehmen wir uns doch selber ernst. Wir sind doch mehr. Ja? Wir haben viele Motivationen und haben ganz viele Möglichkeiten zu handeln und auch unsere Habitualisierungen auszuprägen, unsere Handlungsweisen. Habitualisierung ist etwas, was ich gleich auch noch mal sozusagen ein bisschen formal mit spieltheoretischen Anklängen zeigen werde. Das ist eine alte Idee aus der EEÖ, aus dem amerikanischen Institutionalismus, 120 Jahre alt, die ganz klar sagt, wir können bestimmte Probleme nicht lösen, wenn wir ständig rational durch die Welt laufen, den lieben langen Tag, immer nur kalkulieren, wo ist unser Maximum in jedem Gespräch, denken, wie kann ich den ausbeuten, wie kann ich mich noch besser stellen und wie kann ich maximieren. Wenn wir das machen würden, wäre unser Gehirn sofort, würde heiß laufen, durchknallen, wir würden aus dem Fenster springen. Hier lohnt es sich nicht, müsst mal raufgehen aufs Dach und dann runterspringen. Wir würden es keine zwei Stunden aushalten. Ja? Weder unsere Psyche noch unser Gehirn könnte das machen. Das heißt, wir gehen relativ gut, nicht optimal, auch nicht rational, wir gehen relativ gut durch den Tag, indem wir 99% unserer Handlungen habitualisiert haben. Ja? Wir haben Habits, wir handeln regelorientiert. Diese Regeln haben wir gelernt. Diese Regeln sind Gegenstand von Veränderungen. Sie werden ständig verändert. Wir passen sie an. Wir stick to it. Wir halten aber an ihnen fest, solange wir keinen Grund haben, zu vermuten, dass sie scheitern, dass wir anecken, dass wir ausgebeutet werden und so weiter. Ja? Solange ist es sinnvoll, an diesen Regeln festzuhalten. Habitualisierung. So. Wir sind in einer Welt nicht von Autisten, die für sich nur Preise irgendwo hören aus der Luft, vom Markt. Ja? Wo ist der Markt? Ja? Was ist das? Ich habe versucht, 40 Jahre lang versucht, eigentlich jetzt 50 Jahre schon, versucht rauszukriegen, was der Markt ist. Ich weiß bis heute nicht, was der Markt ist. Ich kenne Netzwerkstrukturen aller möglichen Art und weiß, dass alle möglichen institutionellen Arrangements dezentrale Systeme prägen. Der Markt ist ein Begriff, den wir schnellstmöglich aus unserem Wortschatz streichen sollten. Es gibt Netzwerke, es gibt konkrete institutionelle Strukturen, es gibt keinen Markt. Es gibt irgendein spontanes, dezentrales System, wo Preise irgendwie eine Rolle spielen. Ja, aber die Vorstellung von Markt ist dermaßen ideologiebeladen, ja, wo wir immer denken, der Markt, toll, ja, ist so wie der liebe Gott sowas, ja, und der macht da draußen irgendwas sehr Gutes, ja, für uns, hallo, ja, das Gegenteil ist der Fall. Der Markt kann der größte Albtraum der Menschheit sein, wenn er nicht institutionell entsprechend reguliert und eingebettet ist. So, wir sind direkt interdependent und nicht nur indirekt, indem wir Preise hören. Diese Preise sind bestimmt von allen Anbietern und Nachfragern und dann nehmen wir die runter und dann passen wir uns an, gucken auf unseren Bauch und sagen, wo ist denn jetzt meine Präferenzfunktion und welche Menge zu dem Preis frage ich denn jetzt nach? Ja? Der Steve Keen, den Sie vielleicht ja auch kennen. Oh ja, das ist eine Frage. Ja. Ist, auf der anderen Seite kriegt sie ihn gar nicht. Oder wir wissen nicht, was es ist.
Ja, es gibt ihn nicht als allgemeines Konzept. Also wenn ich von Marx spreche, dann muss ich von konkreten institutionellen Arrangements sprechen, die ihn definieren. Ja? Deswegen sage ich ja nicht, es gibt ihn nicht, sondern es ist ein inadäquater Begriff, ja? Der erstmal so gar nichts sagt, ne? Sondern der nur dann überhaupt sinnvoll wird, wenn er weiter definiert ist. Ne? Also bei manchen Leuten ist, ja, irgendwie in manchen Kontexten ist so Kopfnicken, würde sagen, ja, okay, ja, ich habe den Deal gemacht mit dir, ja, sitze ich aber beim Café zusammen mit einem Mafiosi-Boss und der macht so, dann heißt das, verschwinde jetzt sofort aus meinem Blickfeld oder du bist in den nächsten 2 Stunden tot oder sowas. Ja, dann gehe ich lieber, ja, und sag kein Wort mehr. Ne? Also, ne, it depends. Ja? Gut, aber das ist alles noch Vorüberlegung. Ich will jetzt auch nicht zu sehr... Also, direkte Interdependenzen. Steve Keen, hatte ich gesagt, der hat mal so ein kleines Rechenbeispiel gemacht und sagt, okay, nehmen wir nur mal an, wir gehen in den Supermarkt und haben da, ich weiß nicht, was für eine Zahl er genommen hat, 8 Güter und jedes Gut hat, gibt es in ungefähr 10 verschiedenen Quantitäten. Klingt erstmal harmlos, gell? Und dann rechnen wir mal aus, welche... wie viele Handlungsalternativen, Entscheidungsalternativen ich hätte, ja, die ich dann vorm Regal stehen sofort ausrechnen müsste. Ja. Heißt, ich gehe in den Supermarkt mit 20.000 Artikeln, die es in jeweils 50 vielleicht im Durchschnitt Quantitäten gibt, dann müsste mein Gehirn so groß sein ungefähr wie unsere Galaxie, ja, um das leisten zu können. Ne. Heißt, wir reden über ein Phantom, ja, in der Neoklassik. So, aber dieses Phantom ist natürlich gemacht worden, um eine bestimmte Mathematik der ersten Hälfte, also physikalische Analogie der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts anwenden zu können, maximieren unter Restriktionen. Und wenn die Mainstreamer dann überhaupt in die allgemeine Gleichgewichtstheorie gehen, dann würden sie noch n-dimensionale Differentialgleichungssysteme anwenden. Aber das wird ja selten gelehrt. So, also wir gehen auf direkte Interdependenzen und Interaktionen auf komplexen Systemstrukturen in verschiedenen Netzwerkstrukturen. Wir haben Spielregeln, die wir als gegeben annehmen. Wir haben verschiedene Typen von Entscheidungsproblemen, also Spieltypen, soziale Dilemmata, Koordinationsspiele, was immer. Damit sind verschiedene Anreizstrukturen verbunden, Netzwerkformen habe ich genannt. Damit entsteht sofort echte Unsicherheit. Ja, ich weiß anfänglich, wenn ich einem anderen begegne, den ich noch nicht kenne, mit dem ich noch keine Interaktionsgeschichte habe, weiß ich nicht, was ist das für einer? Ja, will der versuchen, mich auszubeuten? Ich weiß nicht, bin echt strategisch unsicher. Ja, wie verhalte ich mich? Kooperiere ich oder auf die Gefahr hin, dass ich ausgebeutet werde? Oder bin ich besser distrusting und fange auch an zu defektieren, dass ich zumindest nicht ausgebeutet werden kann. Dann landen wir beide im sozialen Dilemma. Bounded Rationality, ja, am Beispiel von Keen gesagt. Ökonomie ist dann ein offenes System, das heißt zeitlich offen, open-ended und ergebnisoffen. Ja, und offen im Hinblick auf metabolische Prozesse. Das heißt, die Ökonomie ist ein Ausbeutungssystem, wie der Institutionalist Carl William Kapp gesagt hat. Die ganze legale Struktur des Kapitalismus ist so angelegt, dass die Firma definitiv nicht die Kosten trägt komplett und internalisieren muss, die sie verursacht. Ja? Weil sie natürlich aussaugt, das soziale System. Das heißt, das, was sie hier akkumulieren, wird im Beruf später vom ökonomischen System ausgesaugt, ohne dass das ökonomische System all die Kosten, die sie getragen haben und die die Öffentlichkeit für ihre Ausbildung trägt, ihnen bezahlt. Oder dem Staat zurückbezahlt. Ja? Genauso und noch viel schlimmer und noch viel offensichtlicher ist das ökonomische System ein Ausbeutungssystem in einem Metabolismus des ökologischen Systems, des natürlichen Umweltsystems. Ja? Aus der Ausbeutung des natürlichen Systems und des sozialen Systems ist die Ökonomie in der Lage, ihre Komplexität ständig zu vergrößern. Ja? Sie muss aber ständig reinsaugen, frisches Wissen, ja, frische Menschen sozusagen, und muss ständig reinsaugen, frische Ressourcen aus der Natur. Ja?
und lädt hochentropisches Zeug raus. Ja? So ein alter Prof wie ich wird dann irgendwann rausgespuckt. Mir geht es gut dabei. Ne? Also ich habe 1000 andere Jobs noch, wenn ich irgendwann mal pensioniert sein werde und kann Journals rausgeben und alles Mögliche und in Amerika vortragen. Aber der normale Arbeitnehmer, der mit 63, 58, 65 rausgeschmissen wird, auf welche Weise auch immer, ja, der ist dann, gemessen noch seiner Rente, ist dann wirklich sozusagen, ich sag's mal sarkastisch, ist dann der Abfall des ökonomischen Systems. Ja? Weil wir natürlich diese Leute auch nicht mehr würdigen. Ja? Wir lassen sie mit 1000 Euro Rente dann dahin vegetieren. So, Altersarmut. Ende Bracket, Ende Einschub. So. Wir reden bei der EÖ über Populationen, das heißt über die phylogenetische Analogie aus der Biologie. Das heißt, wir schauen, wie etwas in der Interaktion in ganzen Populationen emergiert. Was emergiert da? Wir nennen das Selbstorganisationsprozesse. Selbstorganisation heißt nichts anderes, als dass die Akteure erstmal aufeinander reagieren. Ja? Das heißt nicht, da ist was Optimales oder so. Wenn wir aber aufeinander reagieren und direkt interdependent sind, dann entstehen sofort nichtlineare Prozesse. Die Prozesse werden kumulativ, sie werden pfadabhängig. Das heißt, das System ist morgen an einem Punkt, an einem bestimmten Punkt, weil es heute an einem bestimmten Punkt war. Ja? Und wenn es heute an einem bestimmten Punkt gelandet ist, dann hat es für morgen nur einen bestimmten Trichter von Möglichkeiten. Es hat nicht alle Möglichkeiten der Mechanik, rauf, runter, ja, wie uns die Neoklassik suggeriert. So, gut, wir kommen noch auf ja, reale Zeit, historische Zeit, Nichtreversibilität, Idiosynkrasie, das sind alles Begriffe, die gleich nochmal kommen. Emergenz, hatte ich gesagt, dazu gehören die sozialen Regeln und Institutionen. Die können Probleme lösen, die können instrumentell sein oder, wie der Veblen sagt, der Urvater der EÖ, die können auch zeremoniell sein. Das heißt, sie können eine Wertbasis haben, wo die Akteure nur nach differenziellem Status und Macht gucken. Ja? Wenn wir motiviert sind dadurch und unser ganzes Leben, unser ganzes Handeln dadurch motiviert ist, dass wir uns abgrenzen wollen, besser sein wollen als die anderen ausbeuten wollen, uns neidvoll abgrenzen, wie der Veblen gesagt hat, dann kommen wir zu zeremoniellem Verhalten. Ja? Das kommt gleich noch. So, also es geht auch um die Wertbasierung. Ja? Das heißt, es geht um Werte, was immer ganz wichtig ist und in der Mainstreaming-Ökonomik völlig tabuisiert wird, weil die ja so tut, als wäre sie sozusagen in ihrer Rechtfertigung des Marktes und der Realität wäre sie wertneutral. Ja? Das ist wissenschaftstheoretisch natürlich heutzutage völlig lächerlich und ist echt 19. Jahrhundert. Gut, dann kommt nämlich auch, dass wir kommen auf vielfältige Akteure, ja, diverse Akteure. Wir sind divers, wir untereinander sind divers, keiner ist wie der andere. Jeder von uns hat seinen individuellen institutionellen Fingerprint. Ja? Das heißt, von den gesellschaftlichen Institutionen und Regeln nehmen wir bestimmte für uns, nehmen die bestimmten in einer bestimmten Variante, die nur angepasst ist an unsere individuelle Erfahrungsgeschichte. Genauso wie der Daumen, der Fingerprint individuell ist unter 7 Milliarden Menschen, ist mein institutioneller Fingerprint in mir selber, meine Verhaltensstruktur individuell. Die hat in dieser Form kein anderer der anderen 7 Milliarden Menschen. Ja? So. Und vielfältige Organisationsformen. Märkte sind dann jeweils nur spezielle Formen und jeweils spezifisch institutionell bedingt. Formal geht es um die Erklärung von Faktoren für dynamische Systeme. Wir gucken vor allen Dingen dann aber nicht an die unerklärbaren, chaotischen Explosionen von Systemen, sondern wir suchen natürlich nach Konstanten, wir suchen nach Stabilitäten, wir suchen nach einer gewissen Ordnung, wo bleibt das System in gewisser Weise hängen, welche konstanten Eigenschaften hat es, auch statistische Eigenschaften in seinem Verhalten. Es ist natürlich eine ungleichgewichtige Selbstorganisation, das hat nichts mit Optimalität und auch nichts mit Gleichgewicht zu tun,
sondern wir schauen, wo sind die sogenannten Attraktoren, wo sich Systeme manchmal settlen, ja, wo sie manchmal verbleiben, ja, auch manchmal so verbleiben, wie wir das gar nicht wollen, sondern das System, wir sehen, das System ist in einem inferioren, sehr, sehr schlechten Zustand, bleibt da hängen und wir können tun, was wir wollen, ja, wir können kleine Reformen machen, das System reagiert nicht, ja. Das heißt, manchmal muss die große Reform oder ganz viele Reformen gleichzeitig oder die Revolution gemacht werden, damit wir das System rauskriegen aus einem inferioren Attraktor. Da spielen oft institutionelle Systeme eine Rolle. Neue Institutionen könnten helfen, das System auf einen superioren Attraktor zu hieven. Die Methoden sind Analyse dynamischer Systeme, auch dynamische Statistik heutzutage, Netzwerkanalyse, System Dynamics, wenn wir modellieren, evolutorische Spieltheorie, solange wir noch versuchen, analytisch zu arbeiten, Replikatordynamiken für evolutionäre Prozesse und das berühmte Agent-Based Modeling, wenn wir jetzt komplett ein umfassendes Modell machen wollen, dann geht das nur noch über Agent-Based Modeling und dann den Computer anschmeißen, simulieren und sinnvoll die Parameter verändern, um zu sehen, welche Verhaltensweisen hat so ein komplexes System, damit wir die Systeme dann kennenlernen. Das ist der Weg und der einzige Weg, rauszukommen. So, jetzt würde es eigentlich erst beginnen. Ursprünge, einiges mache ich sehr schnell, Ursprünge der EEÖ, Menschenbild, Prozessverständnis, woraus kommt die Dynamik, Institutionen versus Technologie, eine sogenannte institutionelle Dichotomie und dann haben wir sozusagen einen speziellen Ansatz von Theorie des institutionellen Wandels und dann bin ich auch schon bei den Schlussfolgerungen. Ursprünge. Das geht mal los mit einem Bernard de Mandeville, The Fable of the Beast. Vielleicht schon mal in der Schule gehört, die, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, die Bienenfabel, genau. 1705 schon mal als Story aufgeschrieben und im Flugblatt veröffentlicht. Und dann hat das Furore gemacht und ich glaube 1724 kam dann richtig das Buch raus. Und das hat dann mehrere Auflagen gehabt. Das war also über 30 Jahre, 40 Jahre der totale Renner. Bernard de Mandeville, wie man schon sieht, war ein Adliger, der eine wesentliche Idee hatte oder eine Idee, die ja sozusagen im Raum war, hat sie formuliert zum ersten Mal. Das ist die Idee der Unintended Consequences. Ja? Im Mainstream haben wir keine Unintended Consequences. Wir haben aber überall da draußen in der Realität haben wir Unintended Consequences. Etwas, was keiner beabsichtigt hat, was keiner geplant hat, kommt raus. Ja? Es entsteht eine Kooperation zwischen uns in einer Kohorte von Studierenden, die im ersten Semester sind und wissen, die nächsten 6 Semester muss ich mit den Leuten hier rechts und links von mir und hinter mir und vorher, muss ich irgendwie zurande kommen. Ja? Auf absehbare Zeit muss ich irgendwie. Ja? Und wenn ich weiß, ich habe diese Zukunft mit denen, ja, fange ich sofort an, mein Verhalten zu verändern. Das heißt, ich werde versuchen, eine Reputation aufzubauen, ich will der Gute sein, ich will jetzt nicht die Sau rauslassen und hier den Obermacho machen und den Zampano, das lasse ich mal lieber sein, weil ich merke, der Feedback ist negativ, auch bei den Mädels komme ich da nicht so gut an mit und so weiter. Ja? Bedeutet, nach kürzester Zeit stellen wir fest, im Hörsaal, es gibt Cluster, ja? Schon vor Weihnachten, ne, haben wir die Gruppen, ja? Die sich zusammenfinden. Ah, irgendwas passiert da, ja? Eine Art von Selbstorganisationsprozess, von keinem geplant, weder von einem Security-Menschen, noch vom Professor vorne am Pult, noch von den Studierenden selber, nichts geplant. Ja? Unintended, ne? Nicht beabsichtigt. Jetzt ist die große Debatte, seitdem sind die Unintended Consequences positiv oder sind sie negativ? Ja? Die klassische politische Ökonomie, Adam Smith und hier vor allen Dingen der Mandeville, kam ja erstmal, und ich weiß nicht, ob Sie es da noch lesen können, der Untertitel heißt Private Vices, Public Benefits. Der Typ war clever genug, als Adliger zu sagen, Mensch, lass doch diese Adligen ihr Geld haben und verprassen und die sollen Party machen und saufen und fressen den ganzen Tag und den ganzen Tag. Hauptsache, sie geben das Geld aus, ist doch gut, ne? Das Geld kommt unter die Leute. Ja? Hat natürlich apologetisch gewirkt. Er wollte natürlich rechtfertigen, ne? Letzter
Vertreter sozusagen des Feudalismus kurz vor, ne, also ich sag mal 50 Jahre, 60 Jahre vor der Französischen Revolution, der hat gewusst, dass er erstmal sozusagen die alte Ordnung verteidigen musste. Die unmoralische Variante. Sollen sie doch Party machen und ihre Sauereien machen, wie sie wollen. Ja, das, die Öffentlichkeit sprach natürlich drüber und was da, ne, und so, was da alles passiert auf den Schlössern und so weiter und wie dekadent die sind und alle inzüchtig und Intelligenz null und was weiß ich. Und da haben die Leute drüber gelacht und sich empört und dann kommt er und sagt, ja, aber ist doch gut, wenn die Reichen ihr Geld unter die Leute bringen. Ne? So. Also privates, jetzt weiß ich gar nicht, was weiß, was ein deutscher Begriff für weiß, also Schlechtigkeit und public, schön noch mit CK geschrieben, und der öffentliche Nutzen davon. Okay, die Idee kam dann, wurde dann kultiviert, die schottische Aufklärung hatte die Idee der Unintended Consequences nicht von Mondeville aufgegriffen, sondern selbst aufgegriffen, David Hume, Adam Ferguson, der Lehrer von Adam Smith, und Adam Smith hat es dann aufgeschrieben. Gar nicht in den Wealth of Nations, ja? Da ist er natürlich nur bekannt für die 20 Seiten vorne über den natürlichen Preismechanismus, wo er sagt, Invisible Hand, ja? Was eigentlich nur eine politische Geschichte gegen den Feudalismus war, zu sagen, komm, ihr tretet mal ab, es gibt eine Invisible Hand, es gibt einen Markt, wenn das alles gut institutionell arrangiert ist, dann gibt es positive Unintended Consequences. Jeder darf sein egoistisches Ziel verfolgen und hinter unserem Rücken gibt es irgendwie einen guten Mechanismus, der dafür sorgt, dass dann das Beste für alle rauskommt. Ja? Das ist erstmal eine historisch-politische, eine tagespolitische Parole war das, die natürlich auch gewirkt hat. Und die wird für den gesamten Adam Smith genommen heutzutage, ja, in der Theorie, in der neoklassischen Theorie des Marktes, dass der Adam Smith über 900 Seiten danach darüber geschrieben hat, wie der Staat dafür sorgen muss, dass der Markt tatsächlich funktioniert und nicht aus dem Ruder läuft und nicht monopolisiert und oligopolisiert und kartellisiert. Das ist eine andere Geschichte, die die Mainstreamer gerne verschweigen. Viel wichtiger noch als der Wealth of Nations 1776 war seine eigentliche sozialtheoretische Grundlegung, The Theory of Moral Sentiment 1759. Da sagt er, okay, wir haben ein Riesenspektrum von Handlungsmöglichkeiten zwischen radikaler, extremer Selfishness, ja, also wir gehen durch und gucken überhaupt nicht auf die anderen, und einem Impuls oder einem Wunsch, nach, ja, Prudence ist dann, ist jetzt falsch, jetzt nicht auf Prudence gucken, sondern der Wunsch, sozial anerkannt zu werden, Social Approval. Das ist auch ein Grundbedürfnis von uns. So, was tun Menschen und Gesellschaften, um diese beiden Extreme zu vermeiden, also sozialen Opportunismus auf der anderen Seite und soziale Unterwerfung, ich bin immer nur der gute Liebe und lass mich ausbeuten, ja, schlag mir rechts eine runter, hau mir links auch noch eine runter, sind wir ja nicht, wir sind keine Masochisten, wir sind aber auch keine absoluten, brutalen Selfishness-Leute. So, und da sagt er, und da gibt's einen Mechanismus, der die soziale Moderierung des Egoismus bewirkt. Und zwar kommen wir von Selfishness dann zu Prudence, zu einem klugen Verhalten. Ja, wir vertreten unsere egoistischen Ziele, aber nicht koste es, was es wolle, sondern auf eine sozialverträgliche Weise. Ja? Dass hier sozusagen historischer Optimismus des frühen Bürgertums rauskommt, ist ja klar. Ne? Der ist noch, ups, auf eine Weise optimistisch, wie wir das heute nicht mehr so ohne weiteres sein können. Egoistische und soziale Motive in Interaktion. Theory of Moral Sentiments und Wealth of Nations dann kombiniert zur historisch optimistischen Konzeption positive Unintended Consequences, was dann als Invisible Hand bekannt ist. Robert Malthus bringt eine neue Idee, 1826, hups. An Essay on the Principle of Population. Er bringt eine evolutionäre Idee rein. Sagt, ja, die Menschen vermehren sich exponentiell, aber die Nahrungsproduktion kann sich nur linear vermehren. Also wird die Population ständig der Nahrungsmittelproduktion weglaufen. Es gibt dann Überpopulation, dann gibt es Hungersnöte, die Leute passen sich an. Und die Zahl der Menschen reduziert sich und dann sind sie wieder unter dem Pfad der Nahrungsmittelproduktion und dann können sie sich wieder vermehren.
naives Modell natürlich und vor allen Dingen naiv biologistisch. Ja, weder die Bevölkerungstheorie stimmt, noch die Nahrungsmittelproduktionstheorie stimmt. Es war auch in gewisser Weise eine Rechtfertigung periodischer Hungersnöte. Witzigerweise war das ein Pfarrer, ja, der Ökonom geworden ist, ursprünglich als Pfarrer aktiv. Aber schon mal eine Idee einer Koevolution von Nahrungsmittelproduktion und Bevölkerung, eine adaptive Bevölkerung, auch irgendwie auch die Idee der Selbstorganisation. Dann kommt Charles Darwin, Origin of Species, 1859, by means of natural selection, in the struggle for life. Ja, wir sehen schon, was der Darwin, der kam nicht aus dem Nichts, sondern der hat seine Dinge von den Ökonomen genommen, witzigerweise. Ja? Der Darwin war inspiriert von den Ökonomen, und zwar da vor allen Dingen jetzt von dem Malthus. Die Idee der unintended consequences, ja, die phylogenetische Evolution in einer Population. Ja. Leute interagieren, die Spezies reagieren aufeinander, sie reagieren auf ihre objektiven Nischen und sie reagieren aufeinander. Andere Spezies können meine Nische invadieren und wie passe ich mich da an im Verhältnis zu meinen Spezies und im Verhältnis zu den invadierenden Spezies. Ja? Also ein sehr komplexer Prozess im Kern, was er so noch gar nicht selbst verstanden hat, Koevolution der Spezies immerhin. Das Populationsdenken wurde dann sehr schnell auch bei Marx und Engels als säkularer wissenschaftlicher Durchbruch gesehen. Ja? Das heißt, wir gehen über Systeme und denken nicht mehr wie naiv jetzt an einen Organismus, ja, wo jeder seinen Platz hat und so weiter. Und da müssen wir hin und, ne, dann am Ende stehen dann die Nazis und sagen, du gehörst dahin und dein Vorgesetzter ist der Wirtschaftsführer und du bist der Arbeiter. Ja, so, ne, und halt die Schnauze. Ja, so. Das ist ja etwas, was in falscher Interpretation von Darwin über Sozialdarwinismus kam, ja, also die Spezies, das ist nur ein Kampf und wir müssen immer die Stärkeren sein, müssen alle anderen umbringen. Und wenn wir das geschafft haben, ist der Volkskörper ein Körper. Ja? Das heißt, du bist das Ohr, du bist die Niere, du bist die Galle und was weiß ich. Ja? Das heißt, du hast deinen Platz und da hast du gefälligst zu funktionieren und ansonsten halt die Klappe. Ja? Gefährlich und natürlich wissenschaftlich unhaltbar. Was Marx früh begriffen hatte, ist, dass die Phylogenese, der Populationsansatz, womit wir systemisches Denken eigentlich und prozesshaftes Denken, evolutionäres Denken mit begründen können, dass das tatsächlich der große wissenschaftliche Fortschritt war. Und alle wissenschaftlichen Theorien heutzutage von Biologie, Anthropologie, Physik, selbst Chemie, ja, Komplexitätswissenschaft kam im Wesentlichen von Ilya Prigozhin 1960, Nobelpreisträger für Chemie. Ja. Der hat gesagt, was sind denn komplexe Systeme und wie verhalten sie sich und wo sind die Tipping Points zwischen, ja, wenn ich Druck und Temperatur marginal Schrittchen für Schrittchen verändere und dann plötzlich kommt der Tipping Point und die Materie wird von fest zu flüssig, zu gasförmig, zu plasmisch und das alles in einem gleichzeitig. Ja? Dann habe ich sozusagen den Behälter und sehe, da fallen Kristalle runter und es blubbert, kommt Gas und es ist noch die Flüssigkeit da und dann kommt noch irgendwas, so eine komische Konsistenz von Stoff, Plasma. Ja? Tipping Point. Und drehe ich weiter an den parametrischen Schrauben, dann stelle ich fest, es wird entweder fest oder es wird flüssig oder es wird gasförmig oder was weiß ich. Das ist tatsächlich sozusagen das, woran sich heute alle Wissenschaften abarbeiten. Bei Darwin selber noch einseitig die Betonung der natürlichen Selektion, als wäre da ein klarer, transparenter Selektionsmechanismus, der wirken könnte, was tatsächlich ja nicht ist, weil die Systeme nicht so einfach und transparent sind. Fehlinterpretation im Sinne eindeutiger Fitness, Survival of the Fittest und Sozialdarwinismus geringkomplex. Ja. Was wir heute in der Biologie haben, ist ja nicht Survival of the Fittest, sondern Survival of the First, Survival of the Fattest, Survival of All.
Wobei wir dann Strukturen kriegen, wo dann alle Strategien irgendwie vorhanden sind. Die einen haben 2%, die anderen haben 50%, wie auch immer. Also mit Gleichgewicht und Optimalität, das ist nichts zu tun. Aber was die Biologen eben in der Realität sagen, es ist eine rugged Fitness Surface oder Fitness Landscape, also eine zerklüftete Fitnesslandschaft. Wir haben kein eindeutiges, einzigartiges, bestes Fitnessmaß mehr. Und schlimmer noch, in sozialen Situationen ist diese rugged Fitness Landscape auch noch moving. Ja? Das heißt, das Betttuch bewegt sich ständig und wir können nur ahnen, was unter dem Betttuch stattfindet. Ne? Um mal eine spaßige Analogie zu nehmen. So, der Alfred Marshall, ich müsste eigentlich natürlich viel mehr schneller werden. Alfred Marshall, der eigentliche Zusammenfasser von der Neoklassik 1890, Principles of Economics, hat dann irgendwie 10, 15 Auflagen gehabt bis in die 20er Jahre hinein. Der hat eigentlich Angebot, Nachfrage in marginalistischer Analyse dann formuliert, neoklassische Markttheorie, Partialmarktgleichgewicht allerdings nur, ne, war ja kein Walrasianer, er hat keinen Nachweis der Optimalität und des stabilen Gleichgewichts einer gesamten Marktwirtschaft, das heißt aller Partialmärkte gleichzeitig gemacht, das war der walrasianische Ansatz. Er ist auf der Partialmarkt, ein Markt, ja, aber was passiert mit allen anderen? Ne? Das war die walrasianische Fragestellung parallel dazu, das hat er nicht hingekriegt. Der war auch nochmal anders interessiert, der hat nämlich auch geguckt, was passiert denn real in der industriellen Welt. Ja? Und dann sagt er, ja, warum gehen die denn alle in ihren Locations auf einen Haufen? Warum gehen die alle in eine Agglomeration? Warum verklustern die sich? Warum machen die Networking auf engstem Raum, wo alles viel teurer ist, ja? Wo sie hohe Mieten zahlen müssen, wo die Arbeitskräfte teurer sind und so weiter? Die Neoklassik, wie ich sie gelehrt habe, wie ich sie hier entwickelt habe, würde doch sagen, die verteilen sich gleichmäßig über den Raum, entsprechend der Marginalkosten. Ja, tatsächlich gehen die aber alle auf einen Haufen. Hm. Ja, dadurch kam er sozusagen zum Nachdenken und sagte, ja, das ist offensichtlich kein neoklassisches Verhalten. Da muss es noch ganz andere dynamische Faktoren geben, die da wirken, warum die da hingehen. Ja, ne? Und dann hat er auch die entwickelt, gesagt, ja, die Zulieferer sind da. Wenn mir ein Zulieferer ausfällt, habe ich in der Agglomeration noch 2, 3 Alternativen. Ich habe Arbeitskräfte, die ich von anderen Firmen, von Konkurrenten abwerben kann, die schon alles wissen über das, was ich produziere. Die muss ich nicht mehr selber anleiten, wie als wenn ich irgendwo auf dem Land Bauern vom Hof holen würde und müsste die jetzt sozusagen alphabetisieren und müsste die anleiten, eine Schraube festzudrehen. Das habe ich alles schon. Und vor allen Dingen, Information is in the air. In einer Agglomeration, in einem industriellen Cluster sind Informationen da, die irgendwie jeder weiß. Die Arbeitskräfte, die Ingenieure, die Facharbeiter, die reden miteinander, treffen sich beim Bier. Mensch, das Problem, wir haben da das, ohne kommen wir nicht weiter, wie macht ihr das denn? Und so. Ja? Information is in the air, hat er gesagt. Sehr zukunftsträchtige Idee. Und dann kam er später, hat er versucht sozusagen evolutionär zu modellieren, kam nicht weit, hat aber noch den klassischen Satz gesagt, the Mecca of the economist lies in economic biology. Er blieb aber selber, und das war wahrscheinlich sein Problem, bei der organischen Analogie hängen. Da ist die Principles of Economics. Und last not least, Thorstein Veblen, Why is Economics not an Evolutionary Science? Ja, der hatte jetzt sozusagen den Darwin gelesen, hatte begriffen, dass wir an einer wissenschaftstheoretisch-historischen Wende angekommen waren und hat gesehen, hier Gleichgewichtsanalyse, die Ökonomie geht darauf hin, sie will walrasianisch und macht marginalistisch nach gemäß Jevons und Marshall und die damals führenden und geht in die Tendenz, abstrakte, kleine, nette mathematische Modellchen zu machen. Völlig falsche Richtung, sagt er, why is economics not an evolutionary science? Ja? Und dann ein Jahr 1898 und dann ein Jahr später sein Buch, das ich jedem zur Lektüre empfehle, The Theory of the Leisure Class oder auf Deutsch auch die Theorie der feinen Leute, völlig blöder Übersetzungstitel, Untertitel wichtig, An Economic Study of Institutions.
Das ist der Beginn der evolutionär-institutionellen Ökonomik. Er grenzt sich ab von Reduktion des Akteursbildes, also keine monistische Motivation. Wir wollen nicht immer nur maximieren, selbst wenn wir es wollten, wir könnten es nicht, weil wir gar nicht die hirnmäßigen, psychischen und transparenzmäßigen Bedingungen haben. Wir sind nicht rein reaktiv, wir planen, wir haben Bedürfnisse, wir haben Sehnsüchte und so weiter. Wir diversifizieren, wir experimentieren, wir suchen, ja? Wir versuchen dieses, versuchen jenes und das eine oder andere wird rausselektiert. Also viele Verhaltenstypen, Ablehnung sowohl von methodologischem Individualismus als auch simplem Holismus. Ja? Wir sind ja nicht nur ein Kollektiv, sondern populations- und phylogenetischer Ansatz. Wir sind ein System von interagierenden Akteuren, ja? Ein systemischer Zusammenhang, der jenseits von Holismus uns alle möglichen Möglichkeiten lässt, wo wir aber durchaus in einem systemischen Kontext sind. Ja? Und wir müssen immer entscheiden, wollen wir die Institutionen, die in meiner Gruppe herrschen, in meiner Peer Group, in meiner Studentenkohorte, akzeptiere ich die für mich? Wenn ich sie akzeptiere, wie akzeptiere ich sie für mich? Ja? Wie übernehme ich sie? Übernehme ich sie 1:1? Übernehme ich sie anders? Adaptiere ich sie und so weiter? Phylogenetisch haben wir Kritik der Vorstellung eines Gleichgewichts. Er spricht von Teleologie, ja? Die Vorstellung, wir machen Angebot, Nachfrage und dann die Ökonomie des X. Da ist das Gleichgewicht ja schon quasi im Ansatz vorgegeben. Ne? Also zielorientiert wird rückwärts, ich will ein Gleichgewicht erklären, damit ich den Leuten erzählen kann, die Marktwirtschaft ist das Beste und das Ende der Geschichte der Menschheit. Das sollen die mir dann glauben. Deswegen muss ich bestimmte Tricks anwenden, ja? Die wir heute natürlich viel besser durchschauen, als die Leute das damals durchschaut haben. Ja? Wenn sich heute ein kluger Student ein normales Standard, ein neoklassisches Lehrbuch, die ersten 100 Seiten anguckt, sagt er, was für ein Quatsch erzählen die mir hier. Ne? Ja? Wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich muss diesen Quatsch lernen und ich denke jetzt nicht über die Realität nach und prüfe das jetzt nicht an meinem Leben nach, ja, dann pauke ich dir jetzt den Quatsch, weil die Klausur ansteht. Ne? So. Teleologie, zielorientiert von zurück vom Erklärungszweck, vom historischen Erklärungszweck. Wir wollen die Marktwirtschaft sozusagen unhinterfragbar machen, ja, und die Physik des Sozialen machen. Deswegen müssen wir jetzt die und die Mathematik anwenden und müssen Lagrange machen und müssen maximieren unter Restriktionen modellieren und so weiter. Das sagt der Teleologie, ja, rückwärts gedacht. Ne? Unsicherheit und offene kumulative Prozesse, cumulative causation, ist sein zentraler Begriff, beobachtbare Ketten von causes and effects, das heißt, er ist ganz sozusagen realistisch, empirisch geradezu, dass er sagt, wir müssen gucken, wo die wirklichen Ursachen und Wirkungen sind, wie komplex sie auch immer sein müssen, wie nah wir an sie rankommen, ja oder nein. Ist egal. Wie nah wir an sie rankommen, ist egal. So, institutionelle Emergenz, Habitualisierung, haben wir alles schon. Variation, Selection, Retention Paradigma. Das ist eigentlich das, was seitdem debattiert wird, auch in den letzten 10 Jahren nochmals Generalized Darwinism. Die Systeme, wir alle, die Akteure, die Komponenten der Systeme generieren ständig Variation. Ja? Wir probieren dies und das. Es wirkt in gewisser Weise ein Selektionsmechanismus, ob der gut oder in die richtige Richtung wirkt oder nicht, sei dahingestellt, können wir gar nicht sagen. Und Retention, das heißt, bestimmte Dinge, die wir ausprobiert haben, werden zwar selektiert, wir passen sie an, aber sie sind in der nächsten Generation immer noch vorhanden, sofern sie nicht komplett aussortiert sind, sind sie in neuer Form dann vorhanden, VSR. Okay, Quarterly Journal of Economics. Damals konnten die Ökonomen noch in den Mainstream-Journals schreiben. Kann man das lesen? Das ist die kritische Folie, aber ich gehe mal eben durch. Das ist ein schönes System, gefällt mir total gut, arbeite ich immer gerne mit. Auf der großen Leinwand, im großen Hörsaal bei uns funktioniert es.
Wir sortieren mal ein im Universum der Ökonomen, wo wir sind. Ja, Smith hier, Malthus, Darwin ist kein Ökonom gewesen, aber spielt hier natürlich eine wichtige Rolle. Rüber jetzt die Klassiker Smith, Ricardo, Marx und dann Darwin, Marx, Veblen. Und Commons und Mitchell kommen gleich noch. Rüber dann auch der Schumpeter und die heutigen Schumpeterianer, Nelson Winter. Hier ist der Ilya Prigozhin, der Chemie-Nobelpreisträger, der komplexe Systeme gemacht hat. Hier haben wir die Ökologen, Georgescu, Rögen. Hier haben wir dann die zweite Generation von Institutionalisten, also Veblen und dann Myrdal, ja, kennt man, Galbraith kennt man. Dann haben wir hier die Institutional Economics im eigentlichen Sinne. Aber das Ganze ist eben ein Komplex, Institutional Evolutionary Economics. Ja, da kommen die Schumpeterianer auch wieder mit rein. Dann kommt von der anderen Seite die Spieltheorie von Neumann, Morgenstern, rüber, Nash, Schelling, hier runter, Axelrod. Ja? Hier ist die evolutionäre Spieltheorie. Hier ist der Brian Arthur. So, dann haben wir hier Agent-Based Computational Model. Das heißt, ich sollte vorher nochmal hier Behavioral Economics reingehen, also Laborexperimente und das alles, ne? Fließt zusammen. Und dann, wenn wir formal modellieren, machen wir Agent-Based Computational Economics. Das heißt, wir rechnen und müssen die Systeme dann kennenlernen. Daneben, das ist natürlich nicht die ganze Welt, wir sind auf der rechten Gehirnseite hier offensichtlich, dann haben wir die ganzen Makroleute, die institutionell argumentiert haben. Der Keynes natürlich, institutionell evolutionär. Joan Robinson, eine der wenigen Frauen in diesem ganzen Verein hier. Der Hyman Minsky, der jetzt in aller Munde ist nach der Finanzmarktkrise. Ne? Oder die Goodwin-Modelle, sehr nicht gleichgewichtige Makro-Konjunkturmodelle mit institutioneller Begründung. Und wir haben dann hier auf der linken Seite, links nicht politisch genommen, den Hayek, den Coase, wo ist der Williamson, der sollte auch irgendwo stehen. Also hier die Austrian Economics und hier die New Institutional Economics. Ja? Hayek, Coase, New Institutional, Hayek, Austrian Economics. So, das sollte sinnvoll sein, uns einzuordnen. Veblen, der Urvater, die erste Generation von Institutionalisten, John Commons, Wesley Mitchell. John Commons hat in den 20er, 30er Jahren, der kam von Law and Economics, also Recht, amerikanisches Richterrecht, wie hat sich Recht entwickelt, formales Recht, wie ist das evolviert, ja, im Laufe der Geschichte, welche konkreten Duties und Rights and Duties, Pflichten und Rechte sind konkret in welchen Fragen entstanden. Und die Schule, die Wisconsin-Schule des Institutionalismus von Commons, hat in den 20er und 30er Jahren im Grunde genommen den gesamten amerikanischen Wohlfahrtsstaat geschaffen im Sinne von Gesetzen, Sozialstaatsgesetzen, nicht nur auf Federal Level, sondern eben auch in ganz vielen Einzelstaaten, vor allen Dingen des Mittleren Westens und des Ostens der USA. Wesley Mitchell war einer der Institutionalisten, die das National Bureau of Economic Research gemacht haben, das nationale Wirtschaftsforschungsinstitut der amerikanischen Regierung, 20er, 30er Jahre aufgebaut, also ein Statistiker, Ökonometriker, der gesagt hat, wir müssen wissen, was los ist konkret. Ja? Und der Nixon hat dann in den 70er Jahren gesagt, Statistik ist Kommunismus. Ja? Wir dürfen nicht zu viel wissen. Es ist schlecht, wenn die Leute zu viel wissen. Ja? Statistik ist gefährlich. Ne? Ja? Hat er natürlich aus seiner Interessenlage recht gehabt. Ne? Die Institutionalisten auf der anderen Seite, ja? Also sind sogar so konstruktiv und bauen also die nationale Statistik und Ökonometrie der USA auf. War auch 20 Jahre lang Leiter. Da gab es den Clarence Ayres, auf den ich gleich noch komme, John Morris Clark und Karl Polanyi hat sicherlich schon der ein oder andere von Ihnen gehört. Und der Nobelpreisträger Gunnar Myrdal und der fast Nobelpreisträger John Kenneth Galbraith, der deswegen den Nobelpreis nicht gekriegt hat, weil die Bank von Schweden zu konservativ ist und solchen Radikalinskis wie dem Galbraith niemals den Nobelpreis vergeben würde. Eine Galerie weißer, heterosexueller Männer, alter Männer. Ja? Ich habe vorhin erzählt, gab in Manhattan war ich in einem Club und da war ein alter
lokaler Singer-Songwriter hier und sein Hauptlied, wo alle mitgesungen haben, hatte im Refrain White, Male, Heterosexual, The Last American Minority, was für Manhattan definitiv stimmte. So, deswegen eine Frau mindestens noch dabei, leider ohne Foto, weil kein Platz mehr war. Eleanor Ostrom müsste man hier, typischerweise für die Frau kein Platz, ne? Eleanor Ostrom müsste man auf jeden Fall in diese Reihe nehmen. So, jetzt habe ich ein Zeitproblem und muss mal gucken, wie ich jetzt damit umgehe. Wir machen das mal relativ schnell. Also, Menschenbild. Es geht um Instinkte, es geht um einen ganzen Set von und ein Kontinuum von Dingen, die uns, die unser aktuelles Verhalten letztendlich prägen. Das, natürlich gibt es Gene, es gibt Instinkte, die sehr grundlegend sind aus unserer, ja, Jahrhunderttausende alten Auseinandersetzungen mit uns selber und mit der Natur kommen, ja? Basisinstinkte. Und die sind eben die sind nicht eindeutig, sondern es sind mehrere, mindestens zwei Extreme, auf die ich gleich komme. Und dann gibt es Habits, ich sage mal Prädispositionen, ja? Sozial gelernt, stärker am sozialen, an der sozialen Interaktion. Die Institutionen, die sozialen Institutionen, also informelle Verhaltensregeln, sind schon sowas wie sozial dominierte, vorgeschriebene, fast schon vorgeschriebene Verhaltensregeln. Und dann die einzelne individuelle Aktion. Das hat was zu tun und ist sehr nah dran an der damaligen Stand natürlich von Evolutionsbiologie, Psychologie, Geschichtswissenschaft, Anthropologie und geht eben in den Grundaussagen, in dem, was wir dem Mainstream, dem ökonomischen Mainstream entgegenhalten können, konvergiert es heute mit Genetik, Neuro, Kognitions- und Hirnwissenschaften. Nochmal zurück zum Adam Smith. Der hatte das genau schon drin. Das heißt, alle interessanten ökonomischen Ansätze haben die Formbarkeit des menschlichen Verhaltens. Ja? Die erstaunliche, enorm große Formbarkeit des menschlichen Verhaltens und der menschlichen Erscheinungsformen auch, zwischen egoistischen und sozialen Motiven. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Selfishness versus Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Und dann, wie machen die Menschen in sozialer Interaktion das, dass sie zwischen Selfishness und Social Approval moderieren? Na, es gibt den Mechanismus der sozialen Spiegelung. Wir haben eine Fähigkeit in dieser Blase, die auf unseren Schultern sitzt. Wir können nämlich in unserer Fantasie uns in die Lage des anderen versetzen, ja? Was die Ameise nicht kann und wahrscheinlich das Reh auch nicht kann. Aber wir können das. Changing places in the fancy. Und noch einen Schritt weiter, wir können in uns den impartial spectator, den neutralen Beobachter installieren und sagen, wie würde ich denn mein eigenes Verhalten, wie würde ich mein eigenes Verhalten in dieser Situation eben gerade beurteilen, wenn ich ein neutraler Beobachter von außen wäre? Ja, ne? Und so geht es uns manchmal hinterher. Ja, ich kann jetzt verstehen, warum die so negativ reagiert haben. Ne? Wenn wir sozusagen gut sind, dann kommen wir dahin und können in Partial Spectator und dann gehen wir hin zu unserer Freundin hinterher und sagen, Mensch, tut mir leid, das war wirklich mies, was ich da gemacht habe oder so. Ja? Das als sozialer Prozess, nicht als individueller Prozess einer einzelnen Beziehung, erlaubt dann sozial tragfähige Vermittlung von beiden. Von Selbstsucht über soziale Konformität, ja, den simplen Opportunismus, zu einer reflexiven Klugheit, Prudence, Abhängigkeit der konkreten Verhalten von den herrschenden Strukturen, Anreizstrukturen und der herrschenden Kultur, den institutionellen Arrangements. Individualistische Defektion, jetzt spieltheoretisch, ja, auf der einen Seite Selfishness und die kluge Kooperation als Moderation auf der anderen Seite. Bei Veblen sieht das so aus, die Instinkttheorie bei ihm ist predatory, Instincts auf der einen Seite, ja, individuelle Aneignung des gesellschaftlichen Mehrwerts, Ausbeutung der Ressourcen, Ausbeutung der anderen, Ausbeutung vor allen Dingen der Frau, da war er sehr klar hinter, ja, also Patriarchat und Machismo ist eine der wesentlichen Formen von Predatory Instincts, generiert oder definiert eine Leisure Class, ja, die nicht jetzt sozusagen nur klar abgrenzbar ist, da ist sie die Leisure Class, sondern die Leisure Class ist als soziales Normensystem auch in uns allem drin.
Nun, die Leisure Class in Form von Personen, abgrenzbare soziale Schicht, beschäftigt sich hauptsächlich mit Krieg, Religion, Sport, Regierung, Unterhaltung. Und im ökonomischen Bereich mit Business, also hauptsächlich mit Geldmachen, Finanzspekulation. Und ganz nebenbei macht sie Geld und spekuliert, indem sie die reale Produktion von Gütern und Dienstleistungen sabotiert. Das heißt, sie versucht, Monopolpositionen zu erreichen. Sie restringiert den Output über das Maß hinaus, was eigentlich technisch möglich wäre, um die Preise zu steigern. Oder wenn man erwartet, dass die Preise steigern, hält man es zurück, die Güter, um sozusagen sie dann später teurer zu verkaufen und so weiter. Dazu gehört als eine Möglichkeit Invidious Distinction die neidvolle Unterscheidung. Ich will besser sein als du. Ja? Ich bin was Besseres als du. Guck mal hier, mein Konsum, der demonstrative Konsum, Conspicuous Consumption, demonstrativer Konsum, demonstrative Verschwendung. Er war ne, nicht nur ein Feminist, sondern war auch ein Ökologe. Er sagt, hey, guck mal, was machen einerseits die Reichen, ja, demonstrativ verschwenden, ne, alles Mögliche, so viel Müll produzieren wir, wie es nur geht, das ist cool. Ja. Und das geht runter bis zu den Ärmsten und Kleinsten und Letzten in der sozialen Rangfolge. Was machen die? Nun, die machen ihre Aggression, können sie keinen mehr, ja gut, wenn sie nicht Flüchtlinge haben, auf die sie noch runtertreten können, ja, man hat ja immer noch einen unter sich, da, wo man drauftreten kann, dann macht man es gegen die Natur, ja, also demonstrativ am Samstagabend im besoffenen Kopf den ganzen Müll von McDonald's in der Autobahnauffahrt aus dem Fenster schmeißen, cool, ey, ja, so, ne, das, wir sehen also, ja, das ist nicht nur eine klar abgrenzbare Klasse, sondern wir haben den Instinct of Emulation, der dazugehört. Ja? Der soziale Opportunismus nach oben, die Nachahmung der Verhaltensweisen der höheren Schichten, der soziale Mechanismus des Trickle-Down. Selbst die Ärmsten teilen die Wertvorstellungen der Reichen, obwohl sie niemals realisieren können in der gleichen Weise. Sie versuchen es. Ja? Und auch der ärmste Arbeiter sagt, wenn er sich leisten kann, meine Frau muss nicht arbeiten gehen. Hallo, habe ich in meiner Kindheit noch gehört. Ne? So, einerseits, andererseits, Instinct of Workmanship. Ne? Wir haben die Theory of the Business Enterprise 1904, das zweitwichtigste Buch, drittwichtigste Buch, Instinct of Workmanship. Wir sind nutzlos neugierig. Ja, wir wollen erkennen, egal ob es Zweck hat, egal ob wir dadurch Millionäre werden oder nicht. Wir sind an Erkenntnis interessiert, wir sind neugierig, der Motor wissenschaftlichen und technischen Fortschritts. Die Haltung des Facharbeiters, des Ingenieurs, des Wissenschaftlers, des Studierenden versus Business. Wir haben Freude an Geschaffenem. Wir haben Freude vor allen Dingen an gemeinsam Geschaffenem. Der Wert hier, der Wert dort ist, wo habe ich es? Der Wert dort ist zeremoniell. Ja? Differenzielle Value Warrant, Wertentscheidung da. Differenzielle Status, differenzielle Macht. Hier ist die Wertentscheidung. Problemlösung, gemeinsame Problemlösung. Und dazu gehört als Nebeninstinkt Parental Bent. Wir haben wohlwollende Gefühle nicht nur gegenüber unserer Nachkommenschaft und gegenüber unserer Verwandtschaft, sondern auch gegenüber allen Jungen und gegenüber den Mitarbeitern. Wir wollen Kollegen haben, wir wollen mit Kollegen gut klarkommen, andererseits. So, dazwischen eine breite Formbarkeit des menschlichen Verhaltens. Bisher Dominanz prädatorischer Instinkte, weil da eine Asymmetrie ist zwischen prädatorisch und Workmanship, predatory and workmanship, weil das Prädatorische braucht nur Mythen, ja, die es rechtfertigen, während der Workmanship-Instinkt, der sucht nach den tatsächlichen nachweisbaren Ursache-Wirkungsketten. So, jetzt haben wir nochmal hier ein paar Begrifflichkeiten, da gehe ich jetzt ganz schnell drüber. Zeremoniell, instrumentell ist die Wertbegründung, ja, Predation, Emulation, Workmanship, Parental Band. Operativ heißt Konformität im Zeremoniellen gegenüber den Mythen, die das rechtfertigen. Ja. Da reicht es mir nur, einen hinreichenden Grund zu haben. Ja. Reicht mir Hauptsache, irgendwas rechtfertigt, dass ich das jetzt so machen kann. Die anderen machen das auch. Es ist allgemein, bla bla. Ja, das reicht. Nicht, was bewirke ich damit, wenn ich meinen Müll aus dem Auto schmeiße und die Landschaft verschandle. Ne? Rechts und links, 50 Meter vom
Highway ist nur Müll, ne? In Australien genauso wie in Deutschland. So, während die Bindung an objektive Ursache-Wirkungszusammenhänge, efficient cause, viel anspruchsvollerer Mechanismus. Ja? Deswegen ist es klar, hier ist die Dominanz. Operatives Ergebnis, differenzielle Status, differenzielle Macht, hier gemeinsame, kollektive Problemlösung. Ich unterscheide nochmal zwischen gemeinsam, common und collective. Ja? Das bezieht sich auf Koordinationsspiele versus soziale Dilemmaspiele. Sozialer Träger, die Leisure Class, ja, was immer das ist, hier hofft er auf Ingenieure und Facharbeiter. Institutionen sind dann bei ihm prevalent habits of thought with respect to particular relations and particular functions of the individual and the community. Egal ob gut oder schlecht, beschränkend oder ermöglichend. Ja? Bei Commons zum Beispiel noch eine interessante Definition, collective action, eine Institution, eine collective action, informell natürlich, ja? Nichts, was irgendjemand geplant hat, was aufgeschrieben ist oder so. Wir verhalten uns bei der Lösung sozialer Dilemma-Probleme, die uns täglich begegnen, ja? Die wir täglich 100-mal, ohne es zu wissen, durchspielen und in der Regel zu 99% kooperativ durchspielen. Also eine collective action, die sich sozial durchgesetzt hat, in control, liberation and expansion of individual action. Ja, dass wir kontrollieren, also die Institution als Restriktion und gleichzeitig als etwas, was uns innovatives Verhalten erst ermöglicht, weil es uns hinreichend stabile Erwartungen gibt, hinreichend Sicherheit gibt, sodass wir produktiv innovativ sein können. Ja. Unter totaler Turbulenz und extremer Unsicherheit sind wir nicht innovativ, sind wir nur ängstlich. Ja? Gut, also das heißt, die haben da etwas erkannt, was heute in der Biologie und in der Hirnforschung und so weiter bestätigt wird. Ja? Und das ist jetzt das nochmal schnell, die Konsistenz dieses Menschenbildes mit der gesamten aktuellen Forschung. Jetzt muss ich deutlich beschleunigen, anthropologische Forschung, die ganze Theorie, moderne Theorie der letzten 20, 30 Jahre von Gruppenselektion aus der Geschichte der Menschheit, zeigt uns es gibt unendlich viele Kooperationslevels und Gruppen wurden auch selektiert in der Geschichte der Menschheit nach Kooperationslevels, ja, nach der Effektivität, die sie bekommen haben. In der Spieltheorie haben wir das Gleiche, Lösung von sozialen Dilemmata gibt es unendlich viele, die superior zu der gemeinsamen Defektion sind. Die größte eigentlich anthropologisch, soziologisch, ökonomisch, spieltheoretische Feldforschung, Joe Henrich, Anthropologe, Boyd, Ökonom, Kammerer, Psychologe, Boats, Ökonom, Gintis, Ökonom, Fair, Ökonom, Foundations of Human Sociality, 2004, 2009, das zweite Buch, was ich Ihnen dringend empfehle, ist ein bisschen dicker, ein paar hundert Seiten, Anwendung dessen, was wir bisher hier jetzt gesehen haben, auf eine Reihe weltweit, ich weiß nicht, 20 Völker, die sie untersucht haben, mehr oder weniger kleine, also zwischen 50 Gruppen von 50 bis hin zu 2000 ungefähr, und da untersucht, welche Faktoren eigentlich bestimmen die Levels von Kooperation, von Institutionen, die institutionellen Arrangements, wie wir sie dann vorfinden. Evolutionsbiologie, schon gesagt, aktuell Rugged and Moving Fitness Landscapes. Ich weiß nicht, ob das Kaufmann-Modell, das NK-Modell als komplexes, allgemeines Modell schon mal irgendwo aufgetaucht ist, bei den Mainstreamern wahrscheinlich eher nicht hier in der Lehre. Wilson, Evolutionsbiologe, Genforschung, die enorme Formbarkeit der menschlichen Gestalt und der Fähigkeiten. Ja? Wir haben zu 90% die gleichen Gene wie die Mäuse. Warum sind wir so unterschiedlich von den Mäusen? Wir haben 99% die gleichen Gene wie die Schimpansen. Warum sind wir so unterschiedlich? Ja? Gut, weil es außer den Genen sehr, sehr viel mehr gibt. Es gibt nicht nur das ganze Spektrum der verhaltensmäßigen Ausprägung, die institutionellen Arrangements, sondern es gibt eben, und das hat der Kaufmann theoretisch mit seinem NK, N ist die Zahl der Akteure, die in einem System sich befinden, und K ist die Zahl der
der Relationen, die ein Akteur im Durchschnitt hat. Ja, aus diesen beiden Faktoren kann man enorme, enorme Dynamiken feststellen. Und er hat im Grunde genommen seit den 70er, 80er Jahren hat er das festgestellt, was heute die Genforschung herausgekriegt hat, erst in den letzten 20 Jahren, nämlich, dass es subgenetische Stoffe gibt, die einzelne Gene ein- und ausschalten. Ja? Also so, dass darüber jetzt eine Explosion der Formbarkeit kommt. Ne? So, heißt, wir reden über etwas sehr viel Spannenderes und sehr viel Offeneres auch, was uns mehr herausfordert, was uns weniger klare Punktaussagen gibt, ja? Aber was Realität ist, ja? Als das, was uns das neoklassische Lehrbuch sagt. Also Zwischenbilanz, die Akteursbasierung der EIÖ ist realistisch, ist cutting edge, ist also an der Front, ist transdisziplinär gesichert und ist deswegen zugänglich für echte Interdisziplinarität, synergetisch mit anderen, ist analytisch formalisierbar, ist berechenbar, ist im Computer simulierbar und reproduzierbar und hat noch ein enormes Erkenntnispotenzial vor sich. Zirkuläre Prozesse, also das Prozessverständnis bei Veblen, ist es die Interaktion von, was er Technology nennt, Wissensbestand, der soziale Wissensfonds, die Ressourcen, die natürlichen Ressourcen auch, das technologische und das organisatorische Wissen versus Institutionen. Bei ihm ist das noch relativ einfach damals. Er sagt, Technology ist das Neue, Institutionen ist immer kondensierte Erfahrung der Vergangenheit. Klar, richtig. Ja, das ist immer Ergebnis von vergangenen Interaktionsprozessen. Insofern immer past-bound. Und er macht daraus eine Krisentheorie, die Cultural, wo der Cultural oder Institutional Lag gegenüber der Technologie die Krisenursache ist. Das ist heute nicht mehr Stand der EIÖ. Seitdem hat es den Clarence Ayres, den ich schon gezeigt hatte, und den John Fack Foster gegeben und etliche andere, die jetzt gesagt haben, na Moment, das müssen wir nochmal ein bisschen cross-sectional angucken, ja? Also nochmal quer angucken. Es gibt die Dynamik zwischen Problemlösung und Zeremonialismus, gibt es in jeder einzelnen Institution. Das heißt, wir haben eine institutionelle Dichotomie. In jeder Institution ist es möglich, dass die Institution uns hilft, Probleme zu lösen. Sie koordiniert uns, sie gibt uns, die Institution gibt uns Sicherheit, gibt uns Erwartungssicherheit, macht unsere Erwartungen auch halbwegs konsistent, sodass wir überhaupt zu handeln kommen, zu experimentieren kommen, überhaupt den Mut entwickeln, innovativ zu sein, Innovatoren zu sein, etwas zu riskieren, etwas Neues auszuprobieren, zu kooperieren auf die Gefahr hin, dass du mich ausbeutest. Ja? Risk-taking. Ja? Aber auch wenn ich dich überzeugt habe zu kooperieren und wir von da ab kooperieren, dann bleibt ja sozusagen am Ende des Tages der Fakt, dass ich am Anfang einmal ausgebeutet wurde. Machen wir am Ende Bilanz, hast du immer noch mehr als derjenige, der einmal länger ausgebeutet hat, als ich. Aber ich habe mich trotzdem verbessert gegenüber einer Negativgeschichte, die wir dann sonst fortgesetzt hätten, der gegenseitigen Ausbeutung. Da wären wir beide schlecht gefahren. Ich habe mich auch verbessert. Also, es kommt mir darauf an, dass ich mich verbessert habe. Das heißt, ich muss auch in gewisser Weise nicht neidisch sein. Ja? Ich freue mich darüber, dass wir es geschafft haben. Ne? Bin nicht neidisch, dass du noch einen Tick mehr bekommen hast. So. Die Institution ist instrumentell, kann instrumentell gerechtfertigt sein, Warrant, Instrumental Warrant. Dann helfen sie bei progressiver Problemlösung. Oder sie können zeremoniell dominiert sein, ja, wenn wir eine Kultur des individualistischen Ausbeutens haben. Wir sind ständig dahinterher, ne, conspicuous consumption, ich bin besser als du und so weiter, dann können die Institutionen auch zeremoniell dominiert sein und dann verhindern sie eben Fortschritt. So, das heißt, wir haben das ganze Spektrum der Möglichkeiten in die Institution hineinprojiziert, ja, und sehen,
die Institution jetzt als ein Spektrum von Möglichkeiten. Generell zur Prozesshaftigkeit. Wir kommen jetzt in diese gesamten Begrifflichkeiten von Komplexitätstheorie, Kumulation, also positive Feedback-Loops, Spirale statt Pendel, Path-Dependence, Non-Ergodicity, alles Eigenschaften von komplexen Systemen, auf die ich jetzt aber, das wäre jetzt wirklich zu lang, wenn ich das noch erklären würde. Pfadabhängigkeit ist ja ein Begriff, der einigermaßen in die Umgangssprache gekommen ist heutzutage und bekannt ist. Emergenz, Idiosynkrasie, das heißt plötzliche Phasenübergänge, die Tipping Points hatte ich eben erklärt am Beispiel Prigozhin. An diesem Tipping Point ist das System tatsächlich deterministisch chaotisch, in dem Sinne, dass es mehrere Optionen hat. Es wird deterministisch entschieden, wo es hingeht, aber wir können es am Tipping Point selber nicht, wir haben keine Möglichkeiten, es zu prognostizieren. Self-organized criticality kommt auch aus der neuesten Physik. Das ist dieses Sandpile-Model. Wir haben einen Sandhaufen, von oben tropfen ständig Sandkörner drauf und wir sehen, wuff, irgendwann, ne, peilt es ab, es wird immer höher, kommt eine kleine Spitze und irgendwann gibt es die Lawine. Ja? Wenn wir das fortsetzen dann und messen sozusagen die Größe der Lawinen, dann sehen wir, dass ein System, das immer wieder auf einen Attraktor, einen Meta-Attraktor hingeht, immer wieder dazu tendiert, die gleiche Form letztendlich zu haben. Ja? Auf allen Größen, egal wie groß der Sandhaufen ist, ob er klein ist, ob er riesig groß ist, er tendiert immer wieder zu dem gleichen Attraktor, zu bestimmten gleichen Eigenschaften, etwa der Neigung und so weiter. Und wenn wir messen die Größenverteilung der Events, ja, der krisenhaften Veränderung, der sogenannten self-organized, ups, crit, da war ich, der kritischen Selbstorganisationsprozesse jetzt von diesen Sandkörnern, ja, dann sehen wir eine Verteilung der Größenordnung dieser Lawinen, die so ist, dass wenn wir sie statistisch auflisten, haben wir eine Verteilung mit einem Fat Tail. Ja? Das heißt, viele Lawinen sind klein und wenige Lawinen sind riesig groß. Bedeutet, verglichen eine solche sogenannte Power Law Verteilung, Power Law deshalb, weil sie eine Exponentialverteilung ist, wenn wir sie logarithmieren und beide Koordinaten logarithmieren, dann haben wir eine fallende lineare Kurve. Bedeutet, verglichen mit einer sogenannten Normalverteilung, mit denen die Mainstreamer immer nur arbeiten, weil sie schön sagen können, ja, alles ist letztendlich ein Zufallsprozess, schön normal verteilt und wir haben einen Mittelwert, mit dem wir rechnen können. Rational Expectations, ja, wunderbar, Welt ist wieder gerettet und in Ordnung. Verglichen mit einer gaußschen Normalverteilung sind in einer Fat Tail Distribution, einer Power Law Distribution, und das kennzeichnet fast alle physikalischen und sozialen Systeme, die Verteilung von Buchstaben in der Schrift, die Verteilung von Wörtern in unserer Sprache, die Verteilung die Größenverteilung von Städten, die Größenverteilung von Firmen, alles Power-Law-Verteilung. Ja? In physikalischen Systemen überall Power-Law-Verteilung. So, in Finanzmärkten, Power-Law-Verteilung der Krisen bedeutet, die relative Häufigkeit von Großkrisen sind in solchen self-organized systems, wie es Finanzmärkte sind, Spekulationssektor, wie es der Spekulationssektor ist, Finanzmärkte sollte man vermeiden, sind deutlich größer. Ja? Das heißt, bis zur großen Krise waren ja die Nobelpreisträger, haben Finanzmarktmodelle gemacht, wo immer schön normal verteilt der Prozess war, kommt von der sogenannten Brownschen Bewegung. Das war ein Botaniker, der hat in sein Mikroskop geguckt und hat gesehen, eine Flüssigkeit, Wasser, und hat da also Blütenstaub drauf, und diese Blütenstaubpartikel, die tanzten sozusagen auf dem Wasser rum. Dann hat er versucht, das zu modellieren und aufzuschreiben und zu beobachten. Hat gesagt, können wir nicht, keine Chance. Es ist so chaotisch, es ist letztlich ein Zufallsprozess.
Wunderbar, die Rettung der Ökonomik. Die haben das aufgegriffen, haben Finanzmarktmodelle gemacht, wo alles Zufallsprozess ist. Ja? Ganz viele kleine tausende Aktionen können alle abweichen, aber letztendlich sind sie normal verteilt. Das heißt, wir können schön mit einem Mittelwert arbeiten und mit Rational Expectations. Also war die neoklassische Welt wieder gerettet. Nur leider kam 2007, 2008 dazwischen. Und heute gehen die Leute auf Komplexitätsmodelle über. Jetzt werden die Physiker und Komplexitätsökonomen von den Banken angeheuert und von der Wall Street, ja, weil die sollen jetzt neue Modelle machen. Ne? Das heißt, nützt nichts, wir können die Modelle machen, an der Wall Street ändern sich die Strukturen natürlich nicht. Ja? Die nächste Krise kommt bestimmt, wir haben einen Meta-Attraktor, wo immer wieder aufgebaut wird, enormes Überschuss, wie Marx gesagt hat, fiktives Kapital, ja, in Billionen, Billiarden Summen, 1,5 Billiarden, Billiarden, ja, 15 Null oder 16, weiß ich gar nicht, ist fiktives Kapital da draußen, was Rendite sucht, was natürlich, ja, das Weltsozialprodukt ist 85 Billionen, ja, das wäre eine Rendite, wenn wir alles, wenn wir auf Essen und Trinken verzichten würden, alles in die Rendite geben würden, hätten die eine Rendite von 3-4%. Ja, das wollen die nicht, die wollen 20% haben wie vor 2008. Ja. So, heißt, es ist klar, die nächste Krise kommt bestimmt. Ne? Sandpile Model, es wird die nächste große Lawine geben, die nächste große Finanzkrise kommt. Das heißt, Sie sehen also hier, wie man auch praktische Dinge hieraus machen kann. So, jetzt muss ich mal versuchen, irgendeinen Abschluss zu finden, weil ich komme jetzt wirklich in die letzten Minuten. Ja. Ich glaube, Sie haben noch zwei oder drei Folien, nicht? Aber wenn nicht, vielleicht können wir einfach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn nicht, können wir vielleicht ein bisschen überziehen, so 5 Minuten, dann einfach danach 5, wir sind auch noch 5 Minuten da, oder? Ja, klar. Dass wir einfach dann über 5 Minuten später anfangen, weil ich glaube, es fehlt jetzt noch nicht mehr allzu viel. Ja, okay, also ich... Wenn ihr für euch hier ist, oder, weil ich glaube, jetzt für 2 Folien dann eine Pause zu machen, dann nochmal 2 Folien, das sind, ist auch Quatsch. Ich würde einen Teil weglassen, jetzt mal, dann kann man vielleicht, ja, in dem Seminar, weiß ich jetzt nicht, sonst bleibt er halt weg, dann sage ich nur, was da die Botschaft ist und würde dann den Abschluss finden jetzt in den nächsten, sage ich mal, mit 3-4 Folien jetzt. Und dann, ja, wäre 5 Minuten überzogen. Ja, okay. Gut. Ja. Gut, also nochmal 10 zusammenbeißen. Prozessverständnis generell, ja, kumulativ, fahrradabhängig, Feedback, der Mörder, alles bekannt, ja, wer in der Entwicklungspolitik engagiert ist, kennt mit Gunnar Mörder, 56, ja, große Berichte über Negro Problem in the USA oder über Entwicklungsfragen, die berühmten Backwash-Effekte in der regionalen Entwicklungsökonomie, also kumulative, die Reichen werden reicher, die Städte werden größer, das Land wird ärmer und so weiter. So, das hatte ich, Power Law, dann institutionelle Emergenz, heißt, ja, wir sind intentionale Akteure, deswegen sind wir in Selbstorganisationsprozessen, wir reagieren aufeinander, ja, wir wollen unsere Outcomes verbessern, manchmal nur unsere eigenen, ja, vielleicht auch nur unsere Vorteilsposition, vielleicht sehen wir irgendwann mal ein, dass wir es nur gemeinsam können. Ja, wir wollen aber vor allen Dingen auch Komplexität reduzieren, manchmal wollen wir wirklich Probleme lösen. Ja. Institutionen sind dann ja, entweder die Lösung komplexer Systeme und sind dann solche Attraktoren, die superiore Attraktoren oder können superiore Attraktoren für das System unterstützen, manchmal nur vorübergehend und manchmal sind es eben völlig, ich sag mal, degenerierte, zeremonielle Dinge, die von einer Kultur des Selfishness geprägt werden. Hier würde ich jetzt ansetzen die Theorie des institutionellen Wandels, die nochmal besonders interessant ist. Das ist das, was ich dann ausfallen lassen würde. Hier nochmal 2 Folien jetzt schnell zu der Theorie der Institutionen. Nochmal, also obwohl sie kondensierte Erfahrungen der Vergangenheit sind, können sie Problemlöser für Gegenwart- und Zukunftsprobleme sein. Ich bringe mal das Beispiel der Knabe im Moor, ja, also Norddeutschland, Bremen, da war früher mal viel Moor. Was machen wir, wenn wir durchs Moor gehen? Nun, was haben die Leute früher gemacht? Sie haben vorsichtig einen Fuß auf den anderen gesetzt und haben sich nach hinten festgehalten.
Ja, das heißt, wir bauen von hinten auf, halten uns nach rückwärts fest, bevor wir sozusagen das Gewicht verlagern darauf, auf den Punkt, na, wenn es dann doch nachgibt, dann können wir zurückgehen. Ja, so, die Funktion von Institutionen, das ist klar. Wir ermöglichen uns die Stabilisierung und ermöglichen uns überhaupt, dass wir den Schritt nach vorne gehen in das Unsichere. More. Okay, das steht hier alles und ich würde die Folien auch bereitstellen, wenn nötig, dann kann man das nochmal in Ruhe nachlesen, weil das ja jetzt totaler Erfolgsritt war, völlig klar. Unsicherheit reduzieren, Erwartungen konsistent machen, stabilisieren, Akteure befähigen, ist alles gesagt. Ich empfehle auch dieses Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics, da gibt es von Hodgson und anderen, da gibt es über Institutions den kleinen Artikel von Walter Neal, 94. Das ist eine wunderbare, reale Beschreibung von diesen Funktionen, von Institutionen. Ganz hervorragend, der Markus Beckers kenne ich nicht zur Beschreibung von Institutionen. Werden insofern also instrumentell gewährleistet, ja, oder instrumentell gerechtfertigt. Problem lösen wäre hier die Wertentscheidung. Das haben die Institutionalisten in ein sogenanntes Social Value Principle. Wie würde sich die Gesellschaft entwickeln, also umgesetzt, wie würde sich die Gesellschaft entwickeln, wenn wir instrumentell Probleme lösen wollten, ja, was könnte man da operationalisieren? Auf der anderen Seite zeremoniell gewährleistete oder gerechtfertigte Institutionen, die den Erhalt von alteingesessenen Interessen, differenziellen Status und so weiter, sie auch wie absorbieren Zuwächse des gesellschaftlichen Wissens und Könnens, sie neutralisieren und pervertieren sie, ja. Was können wir alles mit neuen Technologien machen? Ja? Ich erinnere immer gerne daran, 80er Jahre, die ersten Handys. Wie wurden die beworben? Da rief einer seinen Kumpel an und sagte, hey, was denkst du, wo ich bin? Ich sagte, ja, weiß ich nicht, zu Hause? Nein. Wo, auf Arbeit? Nein. Ja, bist du in Berlin? Nee. Warum? Nee. Buenos Aires. Ja? Hey, Fußball, hier, ich, Handy. Ah, alles klar. Ceremonial Encapsulation heißt ja, demonstrativer Konsum. Das Handy war nicht dazu da, Kommunikationsprozesse zu verbessern, erleichtern, beschleunigen, sondern zu sagen, hey, guck mal, ich, ja, ne, und so. Und genauso ist es ja bis heute, was könnten wir alles tun? Da ist der Wettbewerb sehr, sehr kritisch. Ceremonially Warned Institutions absorbieren, neutralisieren, pervertieren. So, das wäre dann gleich die Theorie des institutionellen Wandels, die ich mit der Spieltheorie gemacht hätte, die wohl aber keine Zeit mehr ist. Nur nochmal abschließend, weberianische Dichotomie, Ceremonial, Technological, das sind sozusagen Begriffspaare Business versus Industry. Ja, auf der rechten Seite sozusagen das Problemlösende, hier das zeremonielle Ownership, Produktion, entgegengesetzt, Salesmanship gegen Workmanship, Pecuniary Interests gegen Industrial Interests, Invidious Emulation, also neidvolles Nacheifern versus technologische Effizienz, Sabotage gegen Dienstbarkeit, reale Dienstbarkeit. So, das wäre jetzt ein formaler Ansatz, würde jetzt, so, da mache ich eine Interim Conclusion nur noch draus, nee, die nicht. So, das wäre der Ansatz gewesen. Er sagt Folgendes im Kern. Aus der Spieltheorie sehen wir, dass soziale Dilemmata nur durch Institutionen, durch Habitualisierung, durch gelernte Kooperation gelöst werden können. Kann niemals hyperrational durch kurzfristiges egoistisches Handeln realisiert werden. Dann rasseln wir immer, dann wollen wir immer das Maximum und rasseln immer. Prisoner's Dilemma bekannt. Soziale Dilemmata, ne? Prisoner's Dilemma bekannt. Struktur, wir rasseln immer ins kurzfristige Nash-Gleichgewicht. Die langfristige Lösung, Exolot, verlangt eine oben links hinkommen, in die Pareto-superiore Situation, verlangt einen Verzicht. Die Kooperation ist nicht nur Koordination, ist dann Kooperation, weil sie den Verzicht verlangt. Sie verlangt den Verzicht auf das kurzfristige Maximum. In der Hoffnung, dass ich das Maximum kriege, weil ich den anderen ausbeuten kann. Sie erinnern sich an die Prisoner's Dilemma Matrix? Oben rechts, unten links, die Ausbeutungssituation. Die ist dominiert. Ja? Der Ausbeuter dominiert, weil, wenn er es schafft,
kriegt er sein Maximum und der andere kriegt sein Minimum. Okay? Wenn beide genauso klug sind, rasseln sie in das soziale Dilemma und sind im Nash Gleichgewicht. Heißt, drei von vier Formen sind unmittelbar kurzfristig hyperrationales Handeln. Wir können sagen, das ist eine soziale Regel einfach nur. Ja? Ich kann aber auch sagen, es ist eine degenerierte soziale Institution, die ist zeremoniell dominiert. Sprich, drei von vier Möglichkeiten, die wir sozialen Dilemmata haben, tausendmal am Tag, jeden Tag, von kleinen Arbeitsgruppe der Studierenden, macht jeder wirklich seinen Beitrag, kann ich gerade nicht kontrollieren, oder ist der eine nur dabei, um zu hören und was weiß ich, und macht sein eigenes Ding, bis zum Weltklima. Ja? Jeden Tag Millionen Business Dilemmata. Drei von vier Möglichkeiten, zeremoniell dominiert. Das ist das, was Werben sagt. Da ist eine Asymmetrie drin und siehe da, wir prüfen die Spieltheorie ab und sehen, auch eine Asymmetrie. Völlig analoge Asymmetrie. Und plötzlich sagt uns der Institutionalismus, die EÖ, sagt uns, ja, das ist mit einer unterschiedlichen Wertbasis. Wie kommt eine Kultur des kurzfristigen Maximierens zustande, die drei von vier Möglichkeiten beherrscht, zeremoniell dominiert? Und wie kommen wir dahin, dass wir links oben den schweren Weg gehen, dahin zu gehen, Weltklimaprobleme, Weltressourcenprobleme zu lösen, Team-Production-Probleme in kleinen Gruppen zu lösen, wenn wir nicht alles kontrollieren können, wenn es nicht transparent ist? So. Zeigt eine Asymmetrie, ja? Und zeigt, dass es ein schwieriger Prozess ist, die Probleme zu lösen. Zeigt auch, warum wir überwiegend in dieser Gesellschaft eine zeremonielle Dominanz haben. Und da will ich Ihnen nochmal ein schönes Zitat von dem Devlin zeigen. Also er guckt dann zum Schluss, oder Devlin und andere, das ist ja Devlin, Ayres, Foster und Dale Bush, auf den ich mich da beziehe. Und ich habe selber im Journal of Economic Issues da vor zwei, drei Jahren ein langes Paper zu gehabt, woraus das ist. Die machen am Schluss in ihrer Theorie des institutionellen Wandels, gucken Sie, was ist, welches Verhalten ist instrumentell erreichbar und welches ist instrumentell nicht erreichbar, welches ist zeremoniell erreichbar, welches ist zeremoniell nicht erreichbar. Und wir haben dann den Value Warrant, die wertmäßige Rechtfertigung von Institutionen, was immer Behavior, Value Behavior Konstellationen sind. Und C als Index bedeutet zeremoniell, I bedeutet instrumentell und C, I sind sozusagen dialektische Gemische. Also der Punkt ist, die Aussage der Theorie des institutionellen Wandels ist, typischerweise bewegen wir uns hier. Das heißt, mit einer Reihe von Konstellationen, von Institutionen, wo also dialektische, aber auch instrumentelle, überwiegend von zeremoniellen Werten dieser Gesellschaft, einer prädatorischen Gesellschaft, dominiert werden. Und der Index, den man aus den Netzwerkstrukturen rausnehmen kann, den Grad an Nichtzulässigkeit, Nichtdurchlässigkeit gegenüber progressivem institutionellen Wandel indiziert, der bleibt meistens gleich. Das heißt, es gibt neues Wissen, das bei den Ingenieuren oder was weiß ich, bei uns als Usern erstmal mit instrumentell erreichbaren und rechtfertigbaren Verhaltensweisen verbunden ist. Aber es kann auch gleichzeitig zeremoniell gerechtfertigt werden. Siehe Nutzung unseres Handys, ja? Nutzung von allem Neuen, was wir haben. Ja? So, wir bewegen uns in einer zeremoniell dominierten Welt. Und wenn es schlimm kommt, dann wird das neue Wissen, sogar noch sozusagen in regressiven institutionellen Wandel hier rübergeführt. Dann werden Verhaltensweisen etabliert, die instrumentell nicht mehr rechtfertigbar sind. Im Idealfall würden wir hier runtergehen und würden in progressiven institutionellen Wandel kommen. Und was Sie sehen, ist, dass hier sehr viel weniger Verhaltensweisen möglich sind, das was spieltheoretisch erklärbar ist und was auch durch Werbels Asymmetrie und auch durch die spieltheoretische Asymmetrie erklärbar ist. Hier sind viel mehr drin.
Und der schlimmste Fall ist der, der hier rüber geht, wo es noch schlimmer wird, ja? Wo sozusagen das Zeremonielle absolut dominiert. Und dann gehen wir ja oft durchs Leben und haben diese, und ich denke oft an diese Formulierung von Berlin, der Triumph, also der regressive institutionelle Wandel, wo die Gesellschaft wirklich mit neuem Wissen so umgeht, dass es noch zeremonieller wird und noch individualistischer. Dann sagt er, der Triumph der imbezilen Institutionen über das Leben und die Kultur, also der wirklich schwachsinnigen Institution, Triumph der schwachsinnigen Institutionen über das reale Leben sozusagen und über eine echte Kultur. The Triumph, das habe ich extra noch reingebracht. Also Sie kriegen eine Ahnung davon, was hier die Theorie des institutionellen Wandels ist. Das waren jetzt die 7, 8 Folien. Schnell mal eine Kurzfassung. Policy-Implikationen ist simpel, sowohl von der Spieltheorie als auch vom Institutionalismus her gerechtfertigt. Es kommt nicht automatisch. Ja? Also ein progressiver Wandel kommt nicht automatisch, sondern braucht politische Intervention. Wie kommen wir dahin? So, Schlussfolgerung. Das Forschungsprogramm der evolutionären institutionellen Ökonomie ist realistisch, weil hinreichend komplex. Es ist transdisziplinär vernetzt, abgesichert und ist damit in einem sehr, sehr breiten Maße synergetisch, damit selbst sogar als Wissenschaft ein offenes, komplexes, dynamisches System. Es ist empirisch operationalisierbar, weil das, was Sie eben gesehen haben, Theorie des institutionellen Wandels, ja, wir können an die Realität rangehen mit kritischer Sicht. Wir haben ein Instrumentarium in der Hand, das uns ermöglicht, die Realität nicht einfach nur als gegeben hinzunehmen oder wie 1000 Missverständnisse, die Neoklassik, der Sozialdarwinismus, der sagt, naja, das, was ist, muss ja gut sein, sonst wäre es ja nicht. Ja? Opa, Oma sagen das gerne mal, ja? Sonst das nachmittags beim Kaffee trinken. Ja, muss ja gut sein, sonst hätte es ja nicht überlebt. Ja? Na? Wir haben hier ein Instrumentarium, das uns ermöglicht, mit einem kritischen Blick auf die Realität zu gucken. Ist es zeremoniell, ist es instrumentell, wie weit ist es zeremoniell, wie weit ist es instrumentell gerechtfertigt. Ja? So, es ist ein empirisch operationalisierbares Forschungsprogramm, was wir hier haben, ja? Was enorm unendliche Vorteile gegenüber der mainstreamigen Ökonomik hat und was nicht einfach vom Tisch zu wischen ist von den Menschen. Wir machen Ökonometrie. Ökonometrie ist eine große Lüge, weil man jede formale Funktion anpassen kann, an jeden Datensatz, das ist klar. So, empirisch operationalisierbar, statt modelltheoretisch abstrakt, das ist erkenntnisleitend hinsichtlich der Ursachen verschoren und damit relevant für Beruf, für Strategien im Beruf, für Politik, Skript, kritikfähig gegenüber der Realität. Es ist wissenschaftlich sogar reputationsförderlich, weil anspruchsvoll kann ich hinsichtlich Theorie und Methoden. Und deswegen gehen auch viele Mainstreamer in der Forschung, die anspruchsvoll sind in der Forschung, hierzu über. So, und zum Schluss zwei Studenten der Ökonomie, die sich ein tiefes philosophisches Gespräch haben, deswegen nenne ich das in Psychologie, sondern Philosophie, von Unsicherheit, komplexem Prozess, sozialen Institutionen und Freiheit. Das Ergebnis ist ein interessanteres Leben. Also, der eine hat eine institutionelle, evolutionäre Komplexitätsvorlesung gehört. Trifft sich in der Pause beim Kaffee mit dem anderen. Der andere hat bisher nur Neoklassik gehört. Manchmal bin ich schockiert zu realisieren, wie viele Optionen ich habe. Sagt der andere, wovon spricht der? Zum Beispiel, ne, in jedem Moment, in jedem Gespräch könnte ich einfach der Person, mit der ich spreche, eine runterhauen. Ne? All diese, dann ne, ist ein echter evolutionärer Ökonom geworden, dieser Student. Und all diese potenziell lebensverändernden Ereignisse würden sich entfalten. Evolutionärer Prozess. Ja? Der andere, So, jetzt weiter. Es sind nur meine mentalen Regeln, soziale Institutionen, die mich davon abhalten, dir jetzt eine runterzuhauen oder mich nackt auszuziehen oder in ein Flugzeug zu gehen und auf die Fidschis zu fliegen. Okay, Regeln haben ihre Gründe, aber sollte man nicht einmal im Leben die Freiheit
bevor du einmal im Leben, bevor du stirbst, wenigstens einmal die Freiheit ausprobieren. Hey, jetzt hat der Arnus verstanden, okay? Er haut ihm eine runter, wham! Da liegt der, mein Student, und da ist der bisherige Neoklassiker, der jetzt auch mein Student wird, und der da unten liegt, sagt, okay, das hätte ich kommen sehen können. Und jetzt kommt der Clou. Der andere hat es jetzt komplett verstanden und sagt, aber das konntest du nicht, das ist das Schöne daran. Das Leben wird interessanter. Danke.